Moin, willkommen im MJ Hobby Schuppen. Heute wollen wir ein bisschen am Auto rumbasteln. Mal schauen, was wird. Oh, heute ziehe ich erstmal eine Jacke. So, das geht ja gar nicht. Handschuhe, Jacke. Jacke ist immer ganz gut bei so einem Wetter. Mal was machen, schön. Gleich mal gucken, wie wir das machen. Ne? So, unser Behälter, da soll mal das Wasser rein. Heute geht das eigentlich um Opel Corsa. Da ist der Wärmetauscher irgendwie dicht oder verstopft. Und ich will ihn erstmal versuchen, bevor ich ihn tausche, durchzuspülen. Vielleicht bringt das ja was. Auf YouTube habe ich sowas zwar noch nicht gesehen oder nur vom Vectra oder irgendwie Audi war das. Aber beim Opel Corsa C Fehlanzeige. Also habe ich mir gedacht, machen wir das mal so zusammen. So, hier haben wir die beiden Schläuche von dem Wärmetauscher, der da reingeht. Hier haben wir einmal Zulauf und hier ist wieder der Rücklauf. Das müssen wir jetzt erstmal abmontieren und dann gucken wir mal weiter. Hier haben wir zwei Klammern. Die können wir, glaube ich, erstmal so lösen, ne? Dann müsste das ja eigentlich so abgehen, oder? Aha. Einer ist schon mal ab. Mal den hinlegen, hier hin, ne? Ziehen oder drehen? Ja, den einen habe ich aber. So, ab ist er. So, jetzt haben wir hier einen Schlauch gebaut und mal gucken, ob der da drüber passt. Der soll ja irgendwie anspielen an die Pumpe. Mal gucken. Füllen wir ihn mal hier durch. Das passt, der ist zu, oh nee, müssen wir warm machen. Ich glaube, wenn wir den warm machen, können wir den ausdehnen. Lass das mal machen, komm. Gucken wir mal. Schauen wir mal mit Hans Rosenthal. Alter, Junge. Hast du das gesehen? Das flutscht ja richtig. Alter, die hätten wir mal immer so machen sollen. Das mal heiß machen. Und dann den Ring rüber. Und dann den Ring rüber. Den Liebesring. Also ganz ehrlich, ich habe überhaupt keinen Plan, ob das überhaupt funktioniert. Aber wenn, dann haben wir uns richtig einen weggebastelt hier. Mal schauen, ob das so hält alles. So. Schauen wir mal. Das sieht schon mal gut aus, ne? Mhm. Jetzt lassen wir das einfach abkühlen, dann zieht sich das doch eigentlich wieder von alleine da. Zusammen. Zusammen, ne? Und jetzt machen wir einfach nochmal so eine ganz kurze normale Spülung mit aus dem Wasserhahn.
da drauf, dass wir erstmal rückwärts quasi den Dreck vielleicht, weil es läuft ja da rein, dass wir rückwärts erstmal einmal spülen. Oh, dann lass uns das so machen. So, jetzt wollen wir erstmal einmal rückwärts spulen. Spülen. Spulen. Spulen wir zurück. Alter, Digga. Wenn das fast genau war. So, und jetzt brauchen wir eigentlich nur so ein Stückchen, ne? Wir machen das jetzt hier einfach so, ne? Oh. So. Wollen wir mal gucken, was da rauskommt, oder was? Kick wie mol. 3, 2, 1. Oh, guck mal, was da rauskommt. Alter Verwalter. Le Petit widerlich. Guck mal, was da rauskam. Siehst du das? Ja. Das ist ja alles Rost, ey. Boah, verdammt. Lecker ist anders, wa? Ja. So, jetzt machen wir die Pumpe mal hier rein. Mal gucken. Dann war eigentlich der Gedanke, den dann da ran machen. Den auch. Jetzt brauchen wir einmal Wasser. Sauberes Wasser. Da war richtig Kalkstücke waren da drin, so richtig weiße Brocken. Ich denke mal, da hat irgendeiner mal nur Wasser reingemacht. Wir geben dem Wasser jetzt ein bisschen Rohrreiniger zu und lassen das einfach mal so eine Stunde zirkulieren. Aber vorher gucken wir eben halt mal da drauf, wie viel man nehmen darf. Dann guck mal zu, was wir hier machen. So, einmal anstöpseln. Dann mucken wir mal hier ein bisschen Wasser rein, ne? Und jetzt, was hat denn unser Rohrreiniger hier? 250 Milliliter in den Abfluss gießen, 2 Stunden einwirken lassen, bei hartnäckigen Rohrverstopfung über Nacht. Ja, so viel Zeit haben wir nicht. Achtung, fertig und los die Kopf zu machen. Zu wenig Wasser oder was? Jetzt glaube ich. Ja, jetzt. Aber vor allem, guck dir mal die Brühe an, ey. Lass mal durchlaufen und dann ist gut. Dann holen wir uns jetzt erstmal einen schönen Kaffee, ey. Und lassen wir es mal laufen, das Gute. Ja, dann bis später. Das wird schon wieder voll braun. Egal, wir machen das mal so. Jo. So, unsere wilde Konstruktion. So, und dann läuft er hier rüber in unseren Body. Und dann haben wir das mal übersehen. Und dann sieht ihr, dass da so kleine Steinchen da rauskommen. Sehr merkwürdig. Und die waren vorhin als allererstes viel größer. Mal schauen, vielleicht mit Rohrreiniger, dass das alles kaputt gemacht wird. Mal gucken. So, jetzt spülen wir das nochmal durch mit Wasser. So, das ist eigentlich schon klares Wasser. Ja, klares Wasser. Das lief jetzt 2 Stunden. Dann wollen wir mal das zusammenbauen und hoffen, dass das funktioniert hat. Jetzt machen wir erstmal den Wagen warm, um zu gucken, ob die Heizung funktioniert. Der ist noch nicht ganz warm, aber schon über 80 Grad. Gleich hat er seine 90 reguläre Temperatur. Vollpower. Warme Hände. Sogar hier kommt das raus. Oh, herrlich. Schalt mal hier durch. Warme Füße gibt es auch. Warme Füße gibt es. Ganz nur Füße. Oh ja, kommt raus. Raus. Also es hat was gebracht, Rohrreiniger in Flüssigform 2 Stunden lang laufen lassen und da kam echt gut Brühe raus und auch so, ich glaube das war Kalk oder ich keine Ahnung, vielleicht auf jeden Fall Ablagerung ohne Ende. Na gut, dann cruisen wir wieder nach Hause und ja,
Und wir wünschen euch dann nochmal viel Spaß. Lasst ein Abo da, Kommentare in die Box drin. Und nicht vergessen, traut's euch, baut's euch, reingehauen. Auf Wiederschauen.